Jo Leute, was geht ab, wir starten, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und ja Leute, ich wurde getaggt von dem lieben MontanaBlack88 und ja, bevor sie jetzt die ersten irgendwie fragen, was ist dieses getaggt oder was ist ein Tag überhaupt, würde ich sagen, gebe ich mal rüber ins Fick oder nicht, dann kann euch der MontanaBlack das mal erklären. Moin, moin erstmal. Also taggen ist ganz einfach zu erklären. Ein YouTuber fängt damit an, sich selber ein paar Fragen zu stellen, meistens so 5 bis 10 Stück. Die beantwortet er dann selber mit seiner Meinung. Dann taggt er am Ende des Videos ein paar Leute, ein paar YouTuber, die er persönlich kennt oder zu denen er Kontakt hat meistens, aber auch Leute, die er nicht kennt. Und die beantworten die Fragen dann auch, also dieselben Fragen, mit ihrer persönlichen Meinung. Und das ist ein Kreislauf, der ist eigentlich nach oben hin offen. Da können 10 mitmachen, da können 100 mitmachen oder auch 1000. Ja, ich gebe zurück ins Studio an AvivaD. Yo, also wieder zurück im Studio hier beim ViperD. Nein, Spaß, meine Freunde. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal an mit den 5 Fragen. Die erste Frage ist, wie bist du damals zum Zocken gekommen? Ja, wie ich damals zum Zocken gekommen bin, es war einfach so, ich habe immer eine Werbung, so Super Mario und sowas gesehen. Und ich war damals einfach total begeistert und dachte mir einfach, so ein Ding wünschst du dir einfach mal zum Geburtstag. Und ja, dann war es halt soweit. Ich habe dann mein Game Boy Advance bekommen, das war also auch meine erste Konsole. Das ist die dritte Frage, was war deine erste Konsole? Und ja, so bin ich eigentlich damals zum Zocken gekommen. Eigentlich ohne meine Eltern wäre ich jetzt auf dem Gymnasium, ja, hätte ich nie gezockt, ja, meine Freunde. Nein, Spaß. Deshalb würde ich sagen, ja, alles gut gelaufen, meine Freunde. Bockt, hat auf jeden Fall richtig gebockt früher die Zeit, ja, mit meinem Game Boy Advance abends in meinem Bett. Ich weiß noch, ich glaube, der hatte irgendwie kein Licht oder so. Da war dann so die Erhellung, wo ich dann den Game Boy SP bekommen habe. Es war einfach so, einfach richtig geil für mich, dass ich dann abends immer zocken konnte, so heimlich, weiß Bescheid. War eventuell, denke ich, bei euch auch früher immer mal so, weil ich denke mal, das ist bei jedem einfach so gewesen und so weiter. Naja, dann die zweite Frage, mit welchem Alter hast du dein erstes Game gespielt? Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Ich habe voll die Sprachfehler heute, meine Freunde. Ich denke mal, es war noch die Grundschulzeit. Ich denke mal, ich war da so 9 oder 8 oder 7. So um den Dreh. Wann genau? Tut mir leid, ich weiß es einfach nicht mehr. Und ja, was war deine erste Konsole? Meine erste Konsole war der Game Boy Advance. Was war dein erstes Game? Ja, es war Super Mario Bros. Irgendwas. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall kann ich noch so im Kopf genau die Welten sagen, wo man... Ich weiß einfach noch alles, ja. Ich konnte das Spiel einfach in- und auswendig. Und, ja. Fünfte Frage. Was war dein erstes Game, was du dir von deinem eigenen Geld gekauft hast? Ja, mein allererstes Game, was ich mir von meinem eigenen Geld gekauft habe, war Call of Duty Modern Warfare 2. Das habe ich mir damals gekauft, als ich meine PS3 gekauft habe. Weil vorher habe ich für PS2 immer so Need for Speed immer alles geschenkt bekommen. Und ja, irgendwann dachte ich mir, ich habe immer so viel Geld gespart, weil ich fand das immer voll geil, wenn du angeben konntest, du hast voll viel Cash, ja. Jetzt kriege ich ja YouTube-Money, meine Freunde. Nein, Spaß, ich bin ja gar kein Partner. Nee, aber ja, auf jeden Fall richtig geile Sache. Ich habe mir damals MW2 gekauft. Meine Eltern denken, glaube ich, bis heute noch, es wäre ab 12, aber keine Ahnung. Ich habe es halt uncut gekauft und steht halt vorne nicht drauf, dieses große 18-Zeichen. Fand ich dann ganz lustig. Und ja, deswegen MW2 war so mein erstes Game. So, das waren eigentlich schon die 5 Fragen. Ein Tag-Video ist eigentlich ein ziemlich kurzes Video. Und ich hoffe, auch sowas hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Ich würde mich wirklich freuen, wenn wir die 500 Daumen nach oben schaffen würden. Auf ein normales Nicht-Witze-Video. Wird ziemlich krass werden, aber ich denke mal, meine Abonnenten packen das, weil ihr einfach die geilsten seid. Und ja, natürlich muss ich auch, wie der liebe MontanaBlack eben gesagt hat, noch weitere Leute taggen. Und deshalb tagge ich jetzt. Ich tagge Splexcraft, wenn ihr nicht kennt, verlinkt unter meiner Subbox. Ich tagge PatritLP, wenn ihr nicht kennt, ich hau ihn auch einfach mal in die Subbox. Ich tagge EMP-Doppel-IO, der Boss, meine Freunde, der Boss-Channel Number One, ja, Usain Bolt, ja, ich tagge ihn einfach mal, ich denke mal, MPO macht da eh nicht mit oder hat, glaube ich, schon so ein Video gemacht, aber YOLO. Ich tagge ReasonHD, würde mich einfach mal interessieren, was Reason da so zu sagt. Er hat auch noch kein Video gemacht, ich habe auch schon etwas länger Kontakt zu ihm. Und wen ich eigentlich noch dachte, wen ich tagge, ist, ich weiß nicht, er wird zwar eh nicht annehmen, Elotrix, aber würde mich wirklich auch mal interessieren an Elotrix, wenn du das Video siehst, was ich eher bezweifle, dann, ja, mach's einfach mal, muss mich ja nicht erwähnen, einfach irgendwie sowas, würde mich mal interessieren, aber ja, das war's soweit von mir, ich hoffe auch, das Video hat euch hier gefallen, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, schaffen wir die Daumen nach oben, 500 Stück, wäre schon ziemlich nice, und, jo, das war's soweit von mir, kurze Ankündigung noch, demnächst kommt noch ein Daredevil mit Giorgio the Beast und ein Chuck Norris Witze Video, nochmal mit dem lieben Revi Inside, also Revi,
werden zwei richtig endkrasse Videos und die werden die Woche folgen. Tut mir leid, dass ich jetzt eine Woche lang nichts mehr hochgeladen habe. Ihr seht dieses Video jetzt am 20.10. Aber auf jeden Fall in der nächsten Woche wird mindestens ein Witze-Video kommen. Und ja, das war's soweit von mir. Wie gesagt, Daumen nach oben und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Haut da rein, euer Lukas.